herzliche Grüße aus der Ukraine. Hier vom Ufer der Theiß in den Transkarpatischen Bergen. Und das ist dieser zusammenlegbare Aldi, was auch immer, Edelstahlkocher, den ich diesmal mitgenommen habe, weil er einfach zusammen mit dem Topf und dem Pfännchen wirklich so wenig Platz einnimmt. So, und der Espresso ist fertig. Also, in diesem Sinne, liebe Leute, alles Gute. Heute geht's ans Plov machen. Das Feuer brennt, das Öl ist eingegossen, fängt an zu dampfen. So sieht das jetzt aus und ich freue mich drauf.